ich wollte nicht streamen, aber der Arzt hat gesagt, ich muss. Für meine Gesundheit. Stimmt, der Arzt hat auch gesagt, der Virus kann. Leider, Antibiotikum hilft ja nicht, nur Twitch Prime helfen da. Und eine Hype-Trail auf einem hohen Level hat er mir verschrieben. Bin ich zur Apotheke gegangen und er hat ihm gesagt, sorry, wir haben keinen Hype-Trail Level 5-4. Dann meinte ich, na gut, ich guck mal, was ich noch zu Hause habe. Ist verschreibungspflichtig, ne? Moin Leute, Tamix hier. Wir befinden uns immer noch im längsten Clash Royale Stream. In der Bruch-Challenge, die wir wahrscheinlich hier machen. Letztes Mal hat es 15,5 Stunden gedauert. Jetzt sind wir erst 1,5 Stunden dabei. Wir hatten gerade das größte Opening überhaupt und jetzt geht es weiter. Wir werden im Double-Elixir-Modus unglaublich viele geile Kisten. Und in 300 Kisten kommt die Mega-Blitz-Truhe. Das ist das Ziel. Warum mache ich das Ganze? Ist ja dumm. Ich habe 24 Stunden Truhen-Beschleunigungs-Boost. Und in der Zeit muss ich so viele Kisten auch machen, wie es geht. Eigentlich muss ich meine gesamten Free-to-Play erspielten 4000 Gems durch die Masteries loswerden in diesen 24 Stunden, also in einem Stream. Kann 15, 16 Stunden Stream werden. Wie setzen der Gegner Erdbeben auf Golem und Lufteinheiten ein? Was ist das denn? Was ist das denn? Der Freeze war auch so krass schlecht. Krass, over. Geil. Ey, hier laufen so welche Flauten rum, das ist so nice. Da ist sie. Königliche Joker-Truhe. Das schmeckt. So, dann machen wir jetzt alles auf, oder was? Okay. Ich möchte hier raus den Golden Knight ziehen. Ah, aber eine Legendary aus einer Riesenchest oder einer Magical würde auch schmecken. Wir machen auf. Schon mal schönes Gold. 17 mal die drei Musketiere. 129 mal Mortar. Dadurch ist er Level 10. Ich habe die Mastery freigeschaltet, spiele aber nicht so viel Mortar. Das ist ein Krampf. Die Aufgabe ist, mit dem Minenwerfer irgendwie 10.000 mal die gegnerische Turm zu treffen. Speargobs habe ich schon auf 10. Oh, das ist geil. Das ist richtig nice. Nächste Giant Chest. 174 gewöhnliche Joker. Besser geht's nicht. Ein X-Bogen. Nochmal Speargobs. What the fuck? 75 Mal die Königsschweinchen, krass. Eine Legendary würde ich sehr fühlen. 6 Mal Lakaien oder 8 Mal Elite-Verbahn. 17 Mal Bomber, kann schon kein Legendary mehr sein, oder? 19 Kobold, ne. Was ein Scheiß ist denn hier mit alles? Digga, was ist das für eine Kiste, Mann? Keine einzige Karte davon brauche ich. Tonschlüssel wichtig. Jetzt. Erstmal 10.000 Gold. Den Golden Knight. 55. Genau auf 100 kommen wir, krass. Ein legendärer Joker. Jetzt den Golden Knight. Ich muss den Golden Knight ziehen. Ich habe eben den Skeleton. Golden Knight. Golden Knight, da ist er. Da ist er, der Golden Knight. Schön, sauber, krass. Alter, ziehen wir viel Stuff, ne? Dann packe ich es auf den Elektrodrachen. Krank, Alter, krank. Ich kann einfach alles upgraden, ne? Völlig krass. Völlig krass. Wir machen den Stuff hier auf, okay? Ich hatte eben 4 Dinge aufgemacht, keine Legendary. Jetzt brauchen wir. Eine Legendary muss kommen. Geht los. Drück mir die Daumen. Wir brauchen einen guten Song, der Glück bringt. Schon mal viele. Jetzt muss eine Rare kommen. Ja, geht immer noch. Jetzt muss die Rare kommen. Nee. 22 Schweine. 10 mal die Skarmi. Okay, das ist geil. Skarmi 11 wäre mega. Da habe ich die Mastery frei. Okay, das ist krass. Dafür wollte ich sogar meine Joker einsetzen. Noch eine Magical. Oh, das ist guter Start bisher. Ein Bard Barrel. 22. Das ist eine Legendary. Was? Wieso kriege ich denn noch... Ach, was ist das denn, Mann? Wieso kriege ich denn noch 4 Spiegel und 6? Das war ja übertrieben random. Das hätte zu 1000%ig eine Legendary sein müssen. Das ist auch keine. Das ist auch keine. 19 mal die Pumpe. 11 mal die Guards. Digga, ich hab über 1000. Ich hab 1500 Gems ausgegeben und nicht eine Legendary. Wir haben den kompletten Season Pass durch. 4 Magical Chests. Ja, an der Giant Chest ist die Wahrscheinlichkeit für eine Legendary viel zu gering. Ja, das ist es nicht. 9 Zeppis. Ein Ballon. 300 Fledermäuse. 67 Raketen. So eine Dreckskiste. Oh, ist das ein Bruch. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich die Dinger hier hab, ne? So krank bin ich am Zocken. Ich hab das, genau das. Ich hatte einmal 2 Giant, 2 Magical. Dann 3 Magical, 1 Giant. Jetzt habe ich 3 Giant, 1 Magical. Alles in einer Folge, wenn ich das richtig sehe. So, drück mir die Daumen. Ich habe heute nicht eine Legendary bekommen. Hier muss jetzt eine drin sein. Muss. Oh? Nee, reicht nicht. Aber die vielen Common Cards sind gut. Einmal richtig viel. Ja, ganz viel, ganz viel. 300?
krieg ich dann nur eine Epic, Digga. Wie viele Joker habe ich da gleich noch speichern? Oh Gott, ich kann keine Joker mehr speichern. Digga, jetzt habe ich 2000 Joker, what the fuck? Nächste Giant Chest. 21 Joker, 109. Ist wieder nichts. Kann nicht sein. Jetzt muss in der Magical. Schlechter Start. Ja, viele. Jetzt noch ein bisschen Rare. Ja. Und jetzt die Epic, bitte. Digga, das ist krass. Also mein Kartenlevel ist so krass gestiegen. Es ist alles heftig, aber ich habe einfach keine Legendary. Wir sind bei 4300 Gems gestartet. Ich habe 6 Giant Chests und 6 Magical. Es ist immer noch, nichtsdestotrotz, die beste Art und Weise, meine Gems loszuwerden. Das ist krank, wie das abgeht. 400.000 Gold. Das macht am meisten Sinn. Sei du bist ein E-Sportler und gehst in die Grand Challenge. Aber dass ich jetzt nicht eine Legendary bekomme, ist hart. Da ist die Magietruhe. Es geht los. Geh nochmal mute, ich muss meine Scheißkisten aufmachen. Alles klar. So, Leute, Finale hier. Wir haben es geschafft. Ich habe mir sogar nochmal zusätzlich 300 Gems erspielt. Ich brauche ja dann wieder beim Global Tournament brauche ich ja wieder 500 Gems. Ich habe mir gestern Nacht noch das Buch der Common Cards gekauft, bevor die neue Season startete. Wir haben über 5000 Gems ausgegeben in 24 Stunden. Der Stream ging jetzt wieder 11,5 Stunden. Das, was ihr hier unten seht, 2 Magical, 2 Giant Chests, habe ich heute das vierte Mal. Das vierte Mal. Und ich habe nicht eine einzige Legendary Card gezogen daraus. Nichtsdestotrotz ist mein Level natürlich unfassbar gestiegen. Ach, kacke, ich muss dir noch aufmachen mit den Gems. Na gut, gehen wir rein. Eine Magical. Falsch, eine Legendary. Keine Legendary. 76 Magier ist aber stark. 75 seltene Joker. 18 Bomber. Ein Rage. 284 Skelette ist geil. Komm, das einen Schlüssel nehmen. Jetzt hier musst du mehr. Hier ist 13% drin, das eine Magical. Zu 13% ist da. Ich kann nicht mehr reden. Zu 13% ist eine Legendary drin. Ich habe heute 8 Stück aufgemacht. Das geht doch gar nicht. Bisher Katastrophe. Ein X-Bogen. 22 Schweine. Digga, mir ist schwindelig. Ich habe so schlecht gezogen, dass es mir schwindelig ist. Wie hart hast du bitte gegrindet? Danke! Hagi TV VIP bitte. Super. Einer versteht's. Ich habe heute mehr Wins gemacht, als viele Zuschauer in einem gesamten Jahr an Wins machen, die Clash Royale spielen. 8 Giant Chest, 8 Magical Chest, eine Epic Chest, eine Joker Chest. Eine Legendary. Ich habe natürlich schon sehr viele Legendaries gezogen, aber... Boah, geht das scheiße los. Geht das? Kann gar nicht mehr sein. Keine. Oh, ich habe heute 8 Giant Chest aufgemacht, 8 Magical Chest, den kompletten Season Pass in einem Zug und keine Legendary bekommen. Das hat mich super gewundert. Ja, aber weißt du, das ist doch richtig krank. Den ganzen Season Pass. Ich bin heute live gegangen, weil ich einen Champion ziehen wollte aus meiner Gold Chest. Ich habe nicht eine einzige Legendary. Und wie viele Gems hast du jetzt noch? Leer. Leer. Digga, ich komme nicht drauf klar, was passiert ist heute. Ich schon. Nee, du auch nicht. Digga, ich habe 11,5 Stunden Clash Royale gespielt und alle meine Gems, die sind free-to-play heimlich. Ja, heilig, die sind weg. Leute, ich bin weg aus dem Discord. War geil, ich wünsche euch einen schönen Tag. Der Strohler, erhol dich gut, ne? Geh raus aus der Kluft. Hau rein, bitte. Bis dann. Leute, wir sind fertig. Ich habe so viele Kisten aufgemacht wie noch nie und nichts bekommen. Das ist so krass.